Hey und herzlich willkommen bei meinem neuen Vlog. In diesem Vlog möchte ich über meine schlimme Vergangenheit mit dem Mobbing reden. Ich weiß, ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, aber das ist jetzt schon Ewigkeiten her und die Qualität war, ich sag mal so, nicht so gut. Vor allem die Mikroqualität und ja, Bildqualität ließen zu wünschen übrig, deswegen dachte ich mir, ich erneuere das. Außerdem denke ich, dass ich das nicht ganz ausführlich erklärt habe. Also fange ich das einfach jetzt nochmal an zu machen. Okay, fangen wir mal an. Okay, also, wo fange ich an? Schule fing erstmal ganz normal an. So, also ich ging normal zur Grundschule. Die erste bis dritte Klasse verlief ganz gut. Da hatte ich auch keine Probleme mit Mobbing oder sonst irgendwas. Ich merkte aber allerdings, dass ich Probleme mit der Konzentration habe und meine Aufmerksamkeitsspanne nicht so gut war. Und dementsprechend wirkte sich das auch auf meine Noten negativ aus. Dann ab der vierten Klasse, also ich hatte schon generell einen Freund, ich glaube ab der dritten Klasse lernte ich ihn kennen, der war damals neu. Und ja, wir waren eigentlich ganz gute Freunde. Es war auch ein Türke wie ich. Ich sage den Namen wegen Datenschutzgründen nicht. Und ja, ab der vierten Klasse, also ich merkte immer, dass ich immer gereizter wurde, dass ich aufgrund dessen, dass ich mich nicht konzentrieren konnte oder generell überfordert war von den ganzen Geräuschen, also von den ganzen Reizen halt, anfälliger war für Wutausbrüche. Und eines Tages kam es halt mal so weit, dass mein Kumpel damals mich genervt hat, mich die ganze Zeit gestört hat, meine Aufmerksamkeit die ganze Zeit geraubt hat, so dass ich mich dann halt nicht mehr auf den Unterricht konzentrieren konnte. Dementsprechend rastete ich dann aus, also ich schlug mit der Faust auf den Tisch und schrie rum. Viele denken sicherlich, das wäre vermieden werden können. Nein, konnte ich nicht. Es war ein Impuls. Stellt euch das so vor, dass euer Gehirn euch dazu bringt, diese Dinge zu tun, ohne dass ihr es wollt. Das ist auch heute noch so. Also wenn ich Wutausbrüche bekomme, dann kann ich das nicht kontrollieren. Ich glaube, das ist ja mal ein Meltdown. Ein Meltdown ist kein Tantrum oder wie man das auf Englisch sagt, wo man einen Standpunkt, wo man einen Standpunkt zeigen möchte. Nein, ein Meltdown ist eine Reaktion auf Folge dessen, dass man halt überfordert ist von den ganzen Reizen, also von dem Overload. Ja, das wusste ich natürlich damals nicht. Ich war ja noch relativ jung und man wusste generell damals nicht so viel über Autismus. Ja. Dann fing mein Freund an, mich zu nerven, also die ganze Zeit. Also er mobbte mich, er fing an, mich zu mobben ab dem Tag. Ich bekam dann daraufhin Ärger von meiner Lehrerin, dass ich diesen Ausrüster hatte. Und so weiter und so fort. Das war halt schon ein heftiger Ausraster. Ich kann mich auch noch an einen anderen Ausraster erinnern, wo drei Mitschüler mich gemobbt hatten oder mich genervt hatten. Da hatte ich auch einen Meltdown. Da wurde ich dann aber auch körperlich gewalttätig. Ich wollte die Schüler verprügeln. Die hatten sich dann in der Toilette eingesperrt. Ein Glück, dass ich das nicht gemacht habe, aber ja.
Also ich konnte sie sozusagen nicht verprügeln, weil die sich halt damit geschützt haben, dass sie in der Toilette eingesperrt waren. Ja. Also ich war schon generell jemand, der leicht aus dem Konzept gebracht werden kann. Vermutlich auch, weil ich das generell nicht kontrollieren kann. Das ist auch heute so, also sollte ich einen Overload haben, der dann unerträglich wird und zu einem Meltdown wird, äußert sich der Meltdown auch meistens damit, dass ich Wutausbrüche habe. Ich schwitze, es tut mir leid. Ja. So, dann endete das vierte Schuljahr. Wir gingen dann in die weiterführende Schule. Ich ging in die Realschule. Ich dachte, ich wäre dann meinen ehemaligen, also meinen Ex-Kumpel los. Aber da habe ich mich getäuscht. Der war auf derselben Schule. Und noch zufälliger kann es nicht sein, er war auf derselben Klasse wie ich. Also ich musste ihn wieder erdulden. Ja, und wo ich es auch nicht schon befürchtet habe, hat er auch weitergemacht, da wo er aufgehört hat. Und zwar, er hat weiterhin mich gehänselt, mich gemobbt, hat immer wieder meine Aufmerksamkeit geraubt, hat die Situation ausgenutzt, dass ich überfordert war. Er hatte ein bestimmtes Gespürsinn dafür, dass ich ja, also gereizt werde oder unruhig werde oder kurz vor einem Wutausbruch bin. Das hat er dann natürlich auch zu seinem Vorteil ausgenutzt, weil er fand das anscheinend eher amüsant, so wie ich reagiere. Ihr müsst verstehen, ich war damals nicht so dick, wie ich jetzt bin. Ich kann mir das nur damit erklären, wie ich mich damals verhalten habe, und ich verhalte mich ja jetzt auch nicht wirklich anders, nur dass ich halt erwachsener geworden bin. Aber diese Wutausbrüche, also diese Meltdowns, habe ich ja immer noch. Dementsprechend kann nur die einzige Erklärung sein, dass weswegen ich gemobbt worden bin, dass der Grund dafür ist, dass ich halt immer dass ich immer leicht aus der Fassung war. Dann fanden die irgendwas an meinem Aussehen, also meine Nase war ja leicht gekrümmt oder ist beziehungsweise leicht gekrümmt, und das haben die dann, also das hat er dann halt lustig gefunden und hat dann immer wieder darauf los Nase gesagt, also er hat mir einen Spitznamen gegeben, Nase. Ja, und das hat mich dann halt auch aufgeregt. Ich bin aufgrund dessen, dass ich gemobbt werde, ich habe zwar meinen Eltern nicht gesagt, dass ich gemobbt werde, aber dass ich halt Probleme in der Schule habe, zum Psychotherapeuten gegangen, habe dann Strategien ausprobiert, die mir der Psychotherapeut vorgeschlagen hat. Allerdings hat das bei mir nie was gebracht. Es hieß immer, dass ich ignorieren soll, was der Mobber mir die ganze Zeit sagt. Es ging eine Weile gut, aber dann nicht mehr. Also es kam immer wieder zum Wutausbruch. Ja, eine Diagnose damals erhielt ich nicht. Ich meine, man wusste auch nicht wirklich, was Autismus damals ist. Und die Therapie hat mir im Endeffekt überhaupt nichts gebracht. Also es war reine Zeitverschwendung. Irgendwann hat er dann gesagt, also der Therapeut dann gesagt, dass ich geheilt sein soll und nicht mehr dahin gehen muss. Ich habe das zwar nicht so empfunden gehabt, aber ich habe dennoch keine Widersprüche gegeben. Das Mobbing artete dann so weit aus, dass die ganze Klasse mitgemacht hat, weil er war anscheinend sehr beliebt in der Klasse. Und keiner wollte in meinen Schuhen stecken, also haben die einfach mitgemacht. Das ging dann halt dann so bis zur 10. Klasse weiter. Entweder hat der Mobber, also der Türke, etwas von meinem Mädchen geklaut oder es versteckt. Und er wusste, dass mich das aufregt.
weil ich wollte nicht, dass er an meine Sachen geht, aber er hat es immer wieder getan. Ich musste es dann immer wieder meinem Lehrer sagen. Und der Lehrer hat dann auch sich nicht darum gekümmert gehabt. Generell, der Lehrer hat sich nie darum gekümmert, dass ich gemobbt werde. Also ich habe mich immer beschwert an Lehrer, beim Lehrer. Also mein Deutschlehrer war mein Klassenlehrer. Ihm war es, ihm war der Ernst der Lage nicht bewusst, also wie sehr mich das mitnimmt. Und ja, also er hat auch deswegen dementsprechend wenig bis gar nichts dafür unternommen. Das war bei jedem Lehrer so, den ich da hatte. Und ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum hast du dann nicht einfach die Schule gewechselt? Ja, das ist eine gute Frage. Wie soll ich die Schule wechseln, wenn meine Eltern davon nicht Bescheid wussten? Ich habe meinen Eltern nicht davon Bescheid gesagt, weil ich so einen hohen Ego habe, dass mir das peinlich war, dass ich gemobbt wurde, dass ich das denen nicht sagen konnte. Also ich habe das mit mir rumgetragen. Zusätzlich haben sich meine Schulnoten immer weiter verschlechtert. Dementsprechend war die Beziehung auch zu meinem Vater nicht wirklich sonderlich gut. Näher will ich darauf natürlich nicht eingehen. Es ist immer noch etwas Aktives und ich möchte generell meinen Vater nicht schlecht reden, weil ich habe Respekt vor ihm. Und auch wenn er sich damals nicht so gut verhalten hat, würde ich ihn niemals beschuldigen wollen. Auf jeden Fall habe ich auch zu Hause keine Ruhe gehabt. Also ich hatte weder Ruhe in der Schule noch zu Hause. Ich wusste nicht, wo lasse ich meinen Frust raus. Ja. Und dann kamen halt die Spätfolgen. Ich litt unter Angststörungen bzw. Zwangsstörungen. Das tue ich immer noch. Also diese Krankheiten sind dazugekommen. Depressionen. Ja, also sind einige Sachen dazugekommen. Ich habe nach meinem Abschluss in der Realschule mein Fachabitur gemacht und hatte da eine andere Klasse. Allerdings hat mich das so geprägt gehabt, dass ich einfach abgeschirmt habe. Die netten Kollegen, die ich damals hatte, hatten versucht, mir zu helfen. Allerdings bin ich derjenige, der es abgelehnt hat. Und ich bereue es, ehrlich gesagt, weil die waren wirklich sehr nett. Und zu meinem Pech ging der Mobber, also dieser Türke, auch auf dieselbe Schule, nur nicht in dieselbe Klasse, was ein Glück für mich war. Ich hätte es, glaube ich, nicht ausgehalten, wenn der nochmal in meiner Klasse gewesen wäre. Aber es hat mich trotzdem sehr belastet, dass er dabei war, also dass er in derselben Schule war, weil ich ihn immer wieder auf den Schulpausen halt gesehen habe. Und er dann halt immer wieder die Situation ausgenutzt hat. Ja, das soll es gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, dürft ihr dem Video einen Daumen hoch geben. Natürlich könnt ihr auch einen Daumen runter geben. Ist ganz eure Entscheidung. Ja, falls ihr meine Videos auch generell gut findet, könnt ihr mich auch abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos von mir verpasst. Ich weiß, das Video war ein bisschen ernster, aber ich dachte, ich sollte das einfach mal loswerden und generell einfach mal darüber sprechen. Also ich habe zwar jetzt eine neue Therapie gemacht, wo ich dann auch EMDR gemacht habe, also mit dem Finger der Psychotherapeutin, mit den Augen dem Finger der Psychotherapeutin folgen. Und das sollte halt das Rapid Eye Movement simulieren. Also das Rapid Eye Movement sorgt dafür, dass man im Traum Dinge verarbeitet, die man erlebt hat. Und anscheinend ist das bei mir immer ausgefallen. Dementsprechend ja. So, ich wünsche euch, wo immer ihr auch seid, alles Gute. Wir haben derzeit 20.07 Uhr. Bei euch wird es wahrscheinlich 19.07 Uhr sein, weil ich bin noch in der Türkei. Ich wünsche euch ja einen sonnigen Abend, genießt den Abend sehr schön, macht es euch gemütlich und ja, bis zum nächsten Mal. Adios.